Hallo meine Lieben, willkommen jetzt richtig zu, ja Leute, zu Rimworld. Muss man alles erlauben, dass die es nehmen dürfen? Muss man nämlich gucken, hier gibt's so die Steine zum Beispiel. Die sind mit dem X markiert, das Holz am Anfang, ja. Quasi nicht erlaubt, aber die sollen es nehmen. Ja, die sollen es nehmen dürfen. Und benutzen dürfen, daher sollten wir es erlauben. Hier haben wir jetzt ein Wasser. Jetzt gucken wir mal, wo wir denn hier am besten leben möchten. Oh je. Wir können auch kurz Pause drücken und gucken. Alles kein Problem. Also wir brauchen immer ein bisschen Eisen. Was ist denn das hier? Aus einem Raumschiffteil. Antiker Exoschreiterkopf. Ach du mein Gott. Hey, Exoschreiterbein. Jetzt schon. Da geht's schon ab. Da haben wir auch einen Geysir in der Nähe. Geysir ist, glaube ich, gut für ein Wärmekraftwerk. Hier haben wir antike Sicherheitsgeschütze. Also diese Ecke hier, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Was haben wir denn hier so? Da haben wir halt Stahl. Und Stahl brauchen wir eine ganze Menge. Ja. Was haben wir hier unten? Ui, guck mal. Da haben wir ganz viele Wildschweine und mechanoide Überreste. Ei. Ja, cool. Das sind halt jetzt die Sachen, die sind neu. Die sind neu und da freue ich mich schon drauf. Kampfroboter rumlaufen oder sowas. Schiffsteile. Noch mehr. Ah, was finde ich? Nehmen. Antike Rohrleitung. Ein Truthahn? Ein Kasuar? Okay. Hey, Leute. Voll cool. Und Eichhörnchen? Ja, hat's ja. Ah, ne, Affen sind das. Ja, hat's ja richtig. Wildlife. Ja gut, wenn wir das da drüben alles erlauben. Ja, die rennen durch die ganze Map, gell? Ein bisschen drauf achten. Da ist ein Panther, ist gefährlich. Panther ist nicht so cool. Gut, ich würde sagen, dass wir uns hier einrichten, wo es diese antiken Geschützstellungen auch schon hat. Hat es auch Baum und so, hat es ja mehr genau, mehr als genug. Teakbaum, Palme, okay. Und da unten hat es diese Roboterteile. Mega geil. Vielleicht gehen wir sogar in den Fels hier hinein. Ja, weil das sind wir schon mal gesichert. Oder wir nutzen die alten Ruinen hier. Aber es ist wieder eigentlich so mittendrin, ja, so ein bisschen geschützt im Felsen. Ist schon besser. Ist schon besser, weil da haben wir nur einen Angriffspunkt. Da hatten wir viele Angriffspunkte. Okay, cool. Jetzt gucken wir uns mal die Leute an, ja. Uns mal die Leute an. Zuweisung lassen wir mal es raus. Wir gehen auf die Arbeit. Und gucken mal. Feuerwehrpatient. Ne, wir machen die manuelle Priorität. Das ist wichtig. Arzt ist immer das Allerwichtigste, finde ich. Ebenso die Bettruhe. Brauchen wir. Wärter, ja. Tierpflege, ja. Nicht so interessant. Bergbau brauchen wir erstmal. Bauen, Feldarbeit, das sind die Sachen, die wir jetzt richtig dringend benötigen. Der Rest ist dann kurz und die Waldarbeit, ja, da fällen sie die Bäume, das ist in Ordnung. Ja, ich glaube so würde ich es jetzt vorerst mal lassen. Genau, Patient und Feuerwehr ist auch wichtig, also das müssen wir schon machen. Unser Ziel wird sein, erstmal Betten für die Jungs jetzt herzustellen. Das brauchen wir schon. Ja. Jetzt gucken wir sie mal an. Die gute, was kann die? Die kann nicht kämpfen. Bishop kann kämpfen. Bishop ist der Fernkämpfer. Bishop, nimm bitte. Der waffnet dich mit Repetiergewehr. Okay. So, die Christ, die, wie kann die kämpfen? Die macht, die kämpft gar nicht. Okay, das ist in Ordnung. Die kämpft gar nicht. Die kann aber Pflanzen, Tiere, ja, und ein bisschen Bergbau machen. Okay. Bei ihr würde ich mal sagen, dass sie vielleicht die Schutzhose anzieht. Na. Danach, also ich habe jetzt eine Befehlskette gemacht. Mit Shift macht man das. Erst holt er sich die Knarre, dann holt er sich den Helm. Ja komm, dann holt er sich auch die Schutzhose. So, und was macht Ute?
Die macht Nahkampf eher, okay. Dann wird die. Na gut. Die wird mal das Messer nehmen. Und die wird. Die wird. Warte. Er nimmt das Repetiergewehr, okay. Die nimmt als erstes das Hose. Ja. Und danach nimmt sie den Helm und danach nimmt sie die. Ach, so machen wir das nämlich. Ja, muss man ja. Muss man ja gucken. Gut, und die Christi, die wird jetzt gar nichts in der Richtung machen. So, also das machen die jetzt. Wir können mal auf Play drücken. Die gehen jetzt hin, bewaffnen sich. Ja, macht ja halt auch mega Sinn, dass die es so tun, wenn sie die Hose mal dann eines Tages anhat, ja, dass die auch die am meisten schützt, wenn sie einen Nahkampf macht. Ja. Aber mal gucken, ob man vielleicht eine Schildkröte irgendwie angreifen wird. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Und die hat schon eine... Nein, wir kämpfen jetzt nicht gleich Schutzfeste. Also, leider nicht mit Schutzfeste. Machen wir das? So, stopp. Also. Hier unten sind wir drin. Den hier werden wir abbauen. Vielleicht so... Ja, so machen wir das. Also müsste doch. So müsste dann ganz cool laufen. Architektur, wir gehen mal in die Zone. Wir würden eine Zone machen. Heimatgebiet erweitern. Heimatgebiet ist nämlich jetzt erstmal das hier. Ja, das ist Heimatgebiet. Genau. So. Ja, bauen wir jetzt. Ich muss. Ein bisschen gucken wieder, wie das funktioniert, wo die ganzen Sachen sind. Aber wir gehen mal auf Möbel. Vorhang hier. Schlafsack. Wir hätten ganz gern Bett eigentlich. So. Ein Bett. Und hier ein Bett. Und es gibt auch, mal ganz kurz gucken, wo das ist. Ein Tierschlafplatz, schaut mal. Den gibt es nämlich hier. Und wir haben auch noch eine Struktur, und zwar eine Wand. Eine Holzwand, weil sie es halt einfach anbietet. So. Und eine Tür machen wir. Okay, Freunde. Holz haben wir und alles. Ordnung. Der Bischof bringt schon rüber. Und wie war der jetzt in Bauen? Konstruktion 8. Ja, sauber, schaut mal. Der lernt ordentlich. Der lernt ordentlich Konstruktion. Ja, geil. Geil. Und die Sutton ist halt auch mega. Beim Lernen. Die lernt richtig gut. Macht die jetzt Bergbau gerade? Ah, schaut mal. Weil ich das Gefühl habe, sie lernt wesentlich weniger. Oder wesentlich langsamer. Bischof? Wie kriegt das? Gefühlt. Gefühlt. Er baut jetzt gerade ein Dach hier drüber, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Sehr gut. Christi, was machst du? Du holst Holz. Gut. Holz holen, gut. So, und dann werden wir nach und nach auch ein kleines Lager mal aufbauen. Und da werden wir das hinbauen. Guck mal. Machen wir jetzt. Ne, wo war es? Entdeckt. Gehen wir auf Zone. Machen eine Lagerzone. Und wir machen die erste Lagerzone. Okay, cool. Hier gibt es jetzt einen ganzen Haufen Zeug, das lesen wir nach und nach durch. Wir fangen jetzt erst an, hier Sachen zu machen. Deckstufen. Wand aus Holz. Oh. Da kommt eine Tür ins Lager. Hier kommt eine Tür. Und natürlich machen wir dann eine Zone. Ah, die Lagerzone habe ich schon gemacht, gell? Ja. Da kommt die Lagerzone. Ah! Leute, uns dritte Bett ist auch noch fertig, weil der Bischof, lieber Mann, der gibt richtig Gas. Bischof gibt richtig Gas, okay.
Gut, und Sutton? Lernt Bergbauer also. Sauber. Mal gucken. Ups. Genau. Leute, es läuft schon mal gut. Läuft schon mal gar nicht schlecht. Jetzt haben wir trotzdem noch die Pistole liegen. Mal gucken. Mit der Pistole machen. Ist die ganz ja nicht nehmen. Ja gut, und er überdacht. Ja, perfekt. Kann ich hier überdachen, weil da noch der Baum steht, oder? Pfeilblatt. Das hier mal weg. Ja, seht ihr, wie langsam das eigentlich geht, die Geschwindigkeit. Oh je. Yeah. Und die gibt hier jetzt gerade Gas, okay. Ja. Ja, das ist schon gut, wenn die ein bisschen hier Bergbau macht. Das passt schon. Genau, Christi, meine Liebe, was machst du? Erntet. Sie erntet den Teakbaum, okay. Ne, er isst jetzt was, gell? Ja, ja. Genau, da ist die Überlebensration. Da müssen wir dann nämlich gucken, wie wir das dann machen mit dem ganzen. Da guck mal, drinnen 16 Grad, draußen 19 Grad. Drinnen 17. Drinnen 17. Ja, also es ist nicht richtig kühl hier drin jetzt bei uns. Aber das Lager ist fertiggestellt. Ja, voll gut. Schlafsaal abscheulich, minus 60. Oh je. Ist die betet schon? Betet? Na, das ist ja fein. Entfernt mal Geröll aus dem Schlafsaal. Komm, nicht ganz aus Kotzen kriegen. Sehr gut. Ja, weil wer nicht kämpft und nichts in der Richtung macht, der muss halt anderweitig arbeiten. Ja, ja klar. Ist ja selbstverständlich. Jetzt haben wir hier auch einen Truthahn. Könnten wir eigentlich so ein Kasuar. Könnten wir eigentlich mit irgendwas. Nein, den könnten wir zähmen. Ja, Tiere zähmen, schau mal. Nee, das soll es ja auch nicht angreifen. Na, zähmen, genau. Kasuare können angreifen. Und gezähmter Kasuar wäre halt schon ganz gut. Also der wird uns jetzt nicht töten. Kasuar. Wie viel Uhr haben wir? 11:41, das ist die echte Uhrzeit. Leute, das ist die echte Uhrzeit, 16 Uhr. Das, wir holen jetzt erstmal alles langsam hierher. Passt, genau, Bishop überdacht gleich. Er kann Kasuar nicht zähmen. Keine Nahrung. Bräuchte man da eine Nahrung für den Kasuar, was der frisst wahrscheinlich. Okay. Also Leute, jetzt hört zu. Jetzt geht es ein bisschen weiter. Wir machen Anbauzonen. Jetzt würde ich aber gerne sehen, wo Anbau möglich ist. Fruchtbare Böden. So. Also. Gelb ist schlecht. Grün ist normal. Dunkelgrün
ist optimal. Okay. Hier gibt es ja Anbaugebiete, gibt es jetzt bei uns ums Eck rum natürlich nicht so viele. Ah, blöd. Gut, nutzen wir aber trotzdem dann unsere Anbaugebiete. Machen hier 5x5. Nee, nee, ich möchte zwei Anbauzonen haben. Warte. Eine verkleinern. Okay. Umbenennen. Machen wir da doch mal Kartoffeln, oder? Ja, pflanzen Kartoffelpflanzen. Ja. Wir können verschiedenes pflanzen. Wir machen aber hier Kartoffeln. Das machen wir. So, ne? Anbauzone. Und vielleicht muss man die ein bisschen. Ah ne, das sind ja die Zonen. Ja, super, klasse, cool. Cool, cool. Umbenennen. Erdbeeren 1. Hier heißt Kartoffeln 1. Und die hier heißt. Achso. Dann sollten wir hier vielleicht auch Erdbeeren auswählen, oder? Erdbeerpflanze. Dann sollten wir. Ja, hier machen wir Kartoffeln. Umbenennen. Kartoffeln 2. Jetzt machen wir erstmal diese drei Felder. Ich glaube, das passt ganz gut. Ist schon dunkel. Und, ah, und hier unser Haus geht auch langsam voran. Ja, cool. Mega cool. Was wir nämlich als nächstes bald brauchen, das wird ein Strom sein. Ja. Und da brauchen wir auf jeden Fall 100 Stahl. Frage ich mich jetzt gerade, ob wir vielleicht den holzbetriebenen Generator mal wählen. Der sollte auch nicht unbedingt im Freien stehen. Glaube ich, da sollte man was. Ja. Sollte man dafür sorgen, dass der nicht im Freien steht. Bei der Windturbine geht es gar nicht anders. Ja. Guck mal. Wie wir die bauen. Und wir sollten auch dann dafür sorgen, dass hier, wenn die Windturbine ist, Windturbinen sind nicht ganz so optimal immer. Machen wir die doch mal hier hin. So, hier wäre jetzt die Windturbine. Okay. Christi, was machst du? Betet. Geht's dir so? Alles Freunde. Christine versuchte, Bischof zu verführen, indem sie schelmisch nach seiner Freundlichkeit fragte. Bischof antwortete nicht. Okay. Wir reden über dicke Menschen. Wir reden über Schwitzen, über Scherzen, über Entspannung. Ja, die Christine, die versucht schon, aber der Bischof. Es ist halt mit dem Bischof so, er ist halt homosexuell. Er wird nicht so viel Interesse an ihr haben. Mutig. Aber man kann inzwischen auch umwerben, das ging glaube ich nicht, weiß nicht genau. Die betet echt noch. Ja, vielleicht manchmal ruht es sich auch nicht aus, wenn das Bett nicht zugewiesen ist oder so. Wahrscheinlich machen das trotzdem nur, ich habe es halt nie so bemerkt, dass sie es gemacht hätten, gell?
Genau, okay, gut, dann gehen wir in die Haie und spulen vor. Da blinkt es verdächtig. Leute, da blinkt es sehr verdächtig. Gut, wir haben 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts. Wir haben den Dezembra und haben momentan hier Winter. Ja, genau, hier steht, das Jahr ist in 4 Quartale mit jeweils 15 Tagen aufgeteilt. Die Quartale sind überall gleich, aber die Jahreszeiten sind abhängig vom Ort. Und wir haben im April, ja, Frühling, im August, Sommer, im September haben wir Herbst und im Dezembra haben wir Winter. Genau. Mal der Bischof, was macht der? Ah, der entfernt den Ameisenbaum, was auch immer das. Mein lieber Mann, der Ameisenbaum. Na dann. Bischof ist schon wach. Sutton auch und Christi, die wird sich halt mega genervt fühlen. Die Christi, die wird nicht gut schlafen. Hart arbeitend. Auch echt cool. Ja. Ihr Bedürfnisse. Abscheulicher Schlafsaal, zurückgewiesen von Bischof, schlief in der Kälte, aß ohne Tisch. Gestörter Schlaf, ja. Ist halt ein bisschen schlecht. Naja, wir gucken mal. Der Bischof macht ein Päuschen. Na dann, mach ein Päuschen. Muss auch mal ein Päuschen machen. Die Stimmung hält sich echt in Grenzen. Entspannungsmangel. Wir sollten was tun zur Entspannung. Und da gibt es hier Entspannung. Und es gibt den guten alten Hufeisenstab. Ja, wo man Hufeisenspiel machen kann. Das machen wir auch. Machen wir doch, komm direkt. Da. Bauen wir ein Hufeisen. Links hin. So. Und Christi schläft noch. Alles in Ordnung. Okay. Okay, okay. Also wir haben jetzt hier unser Lager. Ja. Momentan. Wir haben noch keinen Strom. Das heißt, wir brauchen. Christi wird dann, wenn sie mal aufgestanden ist. Geht spazieren, das glaube ich nicht. Sie trägt. Die trägt den Ball weg und der gute Bischof. Ja, und sie pflanzt. Christi pflanzt. Sehr gut. Sie pflanzt. Ja, man kann jetzt gar nicht so gut die Zonen sehen. Selbst jetzt kann man sie nicht alle sehen. War das auch schon so? Ich muss mal gucken, warum man die Zone nicht so sehen kann. Habe ich sie hier nicht eingestellt, oder? Ressourcen, Wärmeanzeige. Bauwerke aufbauen, Bodenbeschaffenheit anzeigen. Okay, fruchtbare Böden, Dächer, Raumstatistik, Raumstatistik. Ah, cool. Dann sieht man ein bisschen mehr hier drüber. Es ist stark verschmutzt. Eindruck abscheulich, abscheulich. Sauberkeit stark verschmutzt. Wichtig für derartige Räume. Ah. Schlafsaal. Der heißt automatisch Schlafsaal. Wir haben den nicht so genannt. Der ist automatisch so. Das ist einfach ein Lagerraum. Okay. Genau, Christi entfernt den Baumstumpf. Ja, damit sie eben pflanzen kann. Macht ja Sinn. Macht ja Sinn, meine. Der Bischof hier unten, alles klar, passt. Auch schön. Gibt jetzt hier wenig Holz. Oder 67? Das sind 75 und dann wird es dreifach gestapelt. Ja, cool. Sehr cool. Was wir möchten. Jetzt, ja. Wir haben hier quasi erstmal unser Lager. Und da ist die Windturbine. Ah, Bauteile haben wir 0 von 2. Hier gab es doch irgendwo Bauteile, oder? Ah ne, er hat Bauteile, er trägt sie hin, okay. Ja, auch geil, Leute, jetzt geht nämlich... ja, dann geht's gleich mit dem Windkraftwerk los. Finde ich mega.
Bischof, der baut halt richtig. Also der lernt mega schnell, Leute. Mega schnell lernt er. Also der wird noch stark werden im Bauen. Jetzt ist fertig, oder? Leute, es läuft. Jetzt haben wir das jetzt echt vor den Geysir gebaut? Ohne Witz, jetzt bin ich so dumm? Bin ich schon, gell? Oh Mann. So, jetzt machen wir noch mal eine Zone. Okay. Und dann machen wir eine Abfallzone. Abfallzone machen wir hier drüben hin. Und wie viel produzieren wir? 429 Watt? Blockiert durch Bambus. Genau, und wir machen jetzt hier auch verschiedene Sachen weg. Palme muss weg. Ameisenbaum muss weg. Und der Bambus muss weg, natürlich. Ne? Ja. Und der Busch muss weg. Kreis von allen Stellen, an die ich hätte bauen können, oder? Aber es ist noch. Das passt schon. So, und wie sich jetzt herausstellt, ist dieses Lagerhaus hier viel zu klein. Leute, viel zu klein. Wir müssen das wesentlich vergrößern. So groß müssen wir das machen. Ja, das passt. Und ich bin jetzt eher ein Freund davon, als erstes das Neue zu bauen und dann die Tür reinzubauen, als hier was abzureißen. Dann steht man im Freien und es klappt nichts, ja. Das ist blöd. Was habt ihr geredet? Christel sagte Bischof etwas über Falken. Den Verzehr von Paprikas. Schurken geredet. Eieiei. Leute. So, jetzt. Schaut mal. 500, 450 Watt, okay. Und es läuft nicht arg stark, das Ding. Ja, der könnte noch wesentlich stärker laufen. Ja, läuft aber, läuft doch ganz ordentlich. Okay. Die räumen auf, der Bischof baut. Bambus weg. Ameisenbaum muss weg. Eine Klivie. Okay. Muss trotzdem weg. Ameisenbaum. Busch weg. Pfeilblatt weg. Und wenn die es richtig machen, sind die gleich da drin gefangen. Deswegen brauchen wir eine Tür. Brauchen eine Tür und die Tür wird. Denke ich gerade. Machen wir hier draußen hin. Und machen wir hier oben hin. So. Machen wir das. Ja gut, ne, sie hätten hier durchgekonnt. Okay. Hätte schon gepasst und Beton macht ein kleines bisschen. Die spielt. Auf Eisen werfen. Ja. Wollen wir mit dem Essen schon was sehen?
Okay, das antike Rohr der Megakanone müssten wir mal wegtun. Abreißen. Naja, und hier sehen wir jetzt auf jeden Fall die Kartoffelpflanze. Ist zu 9,2% gewachsen, Wachstumsrate 0% momentan, benötigt mindestens 51% Licht. Also momentan ist das. Hier haben Erdbeeren, hier haben wir auch wieder Kartoffeln, okay. Pfeilblatt. Werden wir dann entfernen, den Ameisenbaum werden wir entfernen. Palme werden wir entfernen. Ja. Ja, Leute, wir haben 20 Uhr. Das heißt, die Jungs und Mädels werden hier langsam zu Bett gehen. Und ich erinnere mich auch schon wieder dran, wie es früher war. Ja? Dass immer eine Folge ging 2 Tage, weil ein Tag geht 15 Minuten circa. Und die Christi wird richtig, ja, richtig am Arbeiten immer und trägt euch mal die Knarre jetzt in die Lagerzone. Halt, stopp, 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 was? Okay, ein Jäger der Fraktion, das Meerengenbündnis, befindet sich auf der Durchreise. Er heißt Exorus Huntsman Hawk. Das Meerengenbündnis. Er hat einen schlechten Kurzbogen an, er hat Pemmikan dabei zum Essen, das ist in Ordnung. Kindheit, ah, ist ein Fernkämpfer. Er ist ein Gabra-Alitiker, also Kannibale. Oh, wow, wow. Tunnelgräber, Natur hat Vorrang. Gott des Fleisches. Okay, Gabra bei, ist schlecht. Ihre Schlachten verboten, aber Menschen schon. Hinrichtung benötigt. Insektenfleisch geliebt. Ah, scheiße. Echt jetzt? Der Gabraismus. Wir haben den freien Pfad. Das schauen wir uns alles, Leute. Ein anderes Mal, in der nächsten Folge, nicht jetzt, aber schaut euch an, der Huntsman, da ist er. Da ist er. Naja, okay. Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bin schon wieder hier voll drin. Das ist so ein Spiel, du kannst da nicht aufhören, weil es so cool ist, ja, in so vielen Facetten, dann das Spiel wird immer besser. Und wir haben es sogar schon am zweiten Tag quasi unsere Windturbine gemacht. Ist das nicht der Hammer? Und jetzt geht es dann nämlich gleich auf die Elektroküche und dass wir Lichter haben und so. Es wird schön. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.